einem Höhepunkt zu dem nächsten. Wir rufen, oder ich rufe erneut den Tagesordnungspunkt 7.1 heute auf der Tagesordnung, bezieht sich auf die Vergabe zur Hochwasserschadensbeseitigung 2013, Schadensbeseitigung Tunnel, Neustädter Markt auf. Da musste ich Ihrem Beschluss, wie ich es ja schon angedeutet habe bei der letzten Sitzung, nach Prüfung widersprechen. Und somit steht es heute erneut auf der Tagesordnung zur Behandlung. Wir haben viele, viele Redewünsche, die werden wir auch alle erfüllen. Es gibt zwei Ersetzungsanträge, die vorliegen. Und da möchte ich schon vor Einstieg in die Behandlung sagen, die lasse ich nicht zu, weil wir haben das nochmal geprüft, hoch und runter, links und rechts. Das lässt dann die Gemeindeordnung dann doch nicht ganz zu. Wir haben auf der Tagesordnung einen Punkt mit einer Vergabeentscheidung nach einer Ausschreibung. Und da gibt es dann eine Möglichkeit, diese Vergabe zu vergeben nach den Kriterien, wie wir es ausgeschrieben haben. Aber der Behandlungsgegenstand lässt es nicht zu, dass wir ihn so weit fassen, nochmal eine Grundsatzdebatte unter einer Vergabe zu führen. Und zudem hat der Stadtrat in zwei Grundsatzentscheidungen immer wieder bekräftigt, wie er dann auch ausgeschrieben worden ist, zuletzt erst im Januar diesen Jahres auf eine Petition hin, sich nochmal klar dazu bekannt. Damit wäre auch die 6-Monats-Frist noch nie abgelaufen, gibt auch keinen neuen Erkenntnisgewinn seitdem. Und insofern werden wir ganz normal das Thema Vergabe aufrufen, was ja aus dem Wirtschaftsausschuss in den Stadtrat gehoben wurde. Aber von mir wird keine Grundsatzdebatte, also Anträge zugelassen werden, die diesen Verhandlungsgegenstand erweitern. Und damit steigen wir ein in die Debatte. Ich hatte ja eingangs gesagt, es beginnt heute in der Fraktionsrunde der Fraktion Die Linke. Herr Scholbach, der uns auch eine kleine Präsentation angekündigt hat. Ja, Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, sowohl die Verwaltungsspitze als auch einige Stadträte haben ja in den vergangenen Wochen immer wieder behauptet, der Zuschlag für die Verfüllung des Tunnels müsse erteilt werden und ein gegenteiliger Beschluss dürfe nicht gefasst werden. Es wurde behauptet, es gebe keinen Ermessensspielraum, ob der Auftrag erteilt werde, sondern nur noch an wen. Der Gipfel ist jetzt die Entscheidung des Oberbürgermeisters, hier rechtswidrig Änderungs- und Ersetzungsanträge nicht zuzulassen. Nun wollen wir mal schauen, ob diese Behauptungen zutreffend sind oder ob hier versucht wird, den Stadtrat und die Öffentlichkeit hinter die Fichte zu führen und das Recht zu beugen. Meine Damen und Herren, die Rechtsfrage lautet: Ist denn der Stadtrat rechtlich verpflichtet, eine Ausschreibung zur Vergabe von Bauleistungen durch Erteilung des Zuschlags zu beenden? Besteht also ein Kontrahierungszwang oder hat er das Recht, die Ausschreibung aufzuheben? Die Antwort ist ganz eindeutig. Den Stadtrat trifft grundsätzlich keine Rechtspflicht, eine Ausschreibung zur Vergabe von Bauleistungen durch Erteilung des Zuschlags zu beenden, sondern er hat das Recht, die Ausschreibung aufzuheben. Dies ergibt sich jeweils aus der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs, der in den vergangenen Jahren mehrfach über diese Fragen zu entscheiden hatte. Das ergibt sich weiterhin aus der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs, der ebenfalls bereits über diese Frage entschieden hat. Und es ergibt sich aus der ganz herrschenden Meinung in der Rechtsliteratur. Ich habe hier beispielhaft einen Kommentar angeführt. Sie können in unserer Begründung im Ersetzungsantrag nachschauen. Da finden Sie viele weitere Fundstellen, die diese Position vertreten.
Was sind die wesentlichen Erwägungen für die rechtliche Auffassung des Bundesgerichtshofs, des Europäischen Gerichtshofs und der Rechtsliteratur? Meine Damen und Herren, zwar wird das Vergabeverfahren im Allgemeinen mit der Erteilung des Zuschlags beendet, allerdings ist es einem öffentlichen Auftraggeber jederzeit unbenommen, eine Ausschreibung aufzuheben. Denn der Auftraggeber ist wegen der ihm zuzuerkennenden Vertragsfreiheit grundsätzlich nicht verpflichtet, das Vergabeverfahren durch Erteilung des Zuschlags zu beenden. Vielmehr steht es dem Auftraggeber frei, von einem Beschaffungsvorhaben Abstand zu nehmen. Insbesondere kann aus der Regelung des § 17 Absatz 1 der Verdingungsordnung für Bauleistungen Teil A nicht abgeleitet werden, dass der Ausschreibende im Sinne eines Kontrahierungszwangs zur Erteilung des Auftrags verpflichtet wäre. Eine Regelung, die eine solche, die Autonomie des Auftraggebers, einengende Verpflichtung anordnet, findet sich weder im bürgerlichen Gesetzbuch noch im Vergaberecht und kann diesem auch nicht im Wege der Auslegung entnommen werden. Die allgemeine Bestimmung des § 145 des bürgerlichen Gesetzbuches bindet lediglich die Bieter an ihre Angebote. Es gibt jedoch keinen Anspruch der Bieter. Meine Damen und Herren, dem Stadtrat kommt das Recht zu, die Ausschreibung zur Verfüllung des Fußgängertunnels aufzuheben und einen Zuschlag nicht zu erteilen. Und wir schlagen Ihnen vor, eben genau dies heute zu tun, diesen Zuschlag nicht zu erteilen und Abstand zu nehmen von dem wahnwitzigen Vorhaben, den Tunnel zu verfüllen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. So, wir setzen fort in der Fraktionsrunde für Bündnis 90 Die Grünen. Herr Löser. Damen und Herren, liebe Stadträte, liebes Publikum, der OB hat es gesagt, wir befinden uns in einer Vergabeentscheidung, aber natürlich ist es so, in den Medien wird dieses Thema diskutiert. Insofern gestatten Sie, dass ich noch mal sage, warum wir uns als grüne Fraktion letztendlich für die Verfüllung des Tunnels entschieden haben. Zunächst haben wir mit großer Freude im letzten Jahr beschlossen, dass die Augustusbrücke weitgehend autofrei wird. Und ich sage Ihnen auch, wir Grünen haben die Vision, dass auch der Neustädter Markt mal nicht mehr irgendwann diese vierspurige Verkehrsschneise bleiben soll, wie sie jetzt ist, sondern wir wollen gern, dass das ein erlebbarer Stadtplatz ist und wird, denn wir haben Vision als Grüne. Und da frage ich Sie, was macht das für einen Sinn, dann diesen Tunnel dort zu erhalten? Er kommt aus einer Zeit, er hat auch sein Recht gehabt in dieser Zeit. Wir glauben aber generell, dass eine andere verkehrliche Lösung dort besser wäre. Der nächste Punkt: Moderne Verkehrsplanung vermeidet heutzutage Tunnel für Fußgänger. Sie wissen selber, ich war mal für einen Tunnel, allerdings für Autos. Für Rollstuhlfahrer, Kinderwagen und auch für etwas Eingeschränkte, was das Gehen angeht, ist die Barrierefreiheit ein großes Argument. Und dieser Tunnel ist diesen Ansprüchen nicht mehr so gewachsen. Der dritte Punkt, Hochwassergefährdung. Dieser Tunnel steht eben nicht am Pörnerischen Platz, sondern er steht im Hochwassergebiet und er wird überflutet werden, so wie es öfter schon geschehen ist. Vierter Punkt, Verbesserung der oberirdischen Querung. Das ist uns sehr, sehr wichtig. Sie wissen zurzeit, wie sich die Fußgänger und Fahrradfahrer da vorm Blockhaus schlängeln. Und wenn Sie heute sagen, Sie wollen diese Vergabe nicht durchführen, dann wird das so bleiben. Dann wird dort keine bessere Lösung entstehen. Wir glauben, dass das unbedingt geändert werden muss. Fünfter Punkt, Betriebskosten ist lange diskutiert. 40.000 Euro kostet die Erhaltung des Tunnels pro Jahr. Demgegenüber 2.000 die Pflege der Ampelanlage. Mal 10 Jahre gerechnet sind das 400.000 oder 20.000. Da wird der Abstand dann schon auch deutlich. Und der sechste Punkt, Förderfähigkeit. Wir bekommen diese Maßnahme als Stadt voll gefördert. Das ist für uns ein Haushaltsargument durchaus. Jetzt gehe ich noch mal in die Genese des Beschlusses und da sage ich Ihnen, Planungsleitbild Innenstadt 2008. Alle Fraktionen, die damals hier im Rat waren, haben dem zugestimmt. Und da haben Sie zugestimmt der oberirdischen Querung und der Verfüllung des Tunnels. Daran können Sie sich vielleicht heute nicht mehr erinnern oder Sie haben es damals nicht so wahrgenommen. Dresdner Debatte
kommt in ganz vielen Beiträgen zu eben dieser Forderung, nämlich eine Verbesserung für die oberirdische Querung. Der Beschluss wurde gefasst, es wurde gerade dargestellt, es gab eine Petition, FDP und AfD haben da diese Petitionsablehnung mit unterstützt und dann gab es die Vergabe und plötzlich war alles anders. Und ich frage Sie, was hat das mit Glaubwürdigkeit des Stadtrates, mit Glaubwürdigkeit von politischer Entscheidung zu tun? Und da sage ich, die Linke hat schon lange diese Haltung. Man kann diese Haltung verstehen. Sie haben das auch begründet und gewisse nostalgische Aspekte kann ich da bei mir auch nicht absprechen. Aber wir müssen dauerhaft entscheiden. Und dann kommt die AfD mit der Begründung im letzten Stadtrat, weil es bei Ihnen keinen Fraktionszwang gibt, deswegen stimmen Sie jetzt alle mal dann nicht für die Verfüllung. Verstehe, wer will. Und dann kommt die FDP und die kommt erstens mit dem Kompromiss, den wir vor 2 Jahren schon diskutiert haben, wo wir genau das abgeprüft haben, ob das nämlich geht mit dieser einspurigen Lösung, sage ich jetzt mal, für die Autofreunde, ne, mit der einen Tunnelröhre. Und da ist klar gewesen, es gibt dafür eben keine förderfähige Lösung. Und dann kommen Sie, Herr Zastrow, mit einer Begründung, weil die Brunnen da vergammeln und weil die Fassade von der GAGFA bröckelt, und weil das sowieso alles Mist ist, deswegen machen wir jetzt an dieser Stelle gar nichts und lassen alles so, wie es ist. Das ist ziemlich lächerlich für meine Begriffe. Und der einzige Grund, das sage ich Ihnen auch, warum Sie das, glaube ich, hier so forcieren, ist natürlich in gewisser Weise die Freude, dass das ein uneinheitliches Abstimmungsverhalten von RGR auch hervortreiben wird. Das ist natürlich aus meiner Sicht politische Spielerei. Ich frage Sie mal, die 80.000 Planungskosten, die drücken Sie hier in den Skat. Die 600.000 Fördermittel, die drücken Sie hier in den Skat. Und jetzt frage ich mal, weil in der Debatte, das ja oft auch gerade in den Medien hier diskutiert wurde, an die Verwaltung, beschreiben Sie uns doch bitte nochmal, welche Schäden sind konkret entstanden, warum war die Sanierung 2002 billiger und ich würde auch gern über das Narrenhäusl nochmal sprechen, denn Sie wissen, dass dieser Standort nach unserem Kenntnisstand mitten in der jetzigen Tunnelrampe steht. Wenn Sie heute dabei bleiben, und diese Vergabe nicht stattfindet, haben Sie kein Geld für die Sanierung, Sie haben keine Planung, Sie haben keine Fördermittel und ich befürchte, dass dann gar nichts passiert. Und das ist nicht zum Wohl dieser Stadt. Vielen Dank. Als nächstes für die SPD-Fraktion Herr Blümel. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, eigentlich wollte ich jetzt zum Inhalten des Antrages von Linken und SPD sprechen, weil wir uns natürlich bei diesem Antrag etwas gedacht haben. Ich muss aber vorwegstellen jetzt eine Bemerkung zu dem, was der Oberbürgermeister hier erklärt hat. In der Genese war es so, wir haben in der letzten Stadtratssitzung eine Vergabe nicht getätigt. Daraufhin hat der Oberbürgermeister einen Widerspruch eingelegt. Aus seiner Sicht sicher berechtigt. Wir haben genau den Versuch unternommen, die Dinge, die er da kritisiert, zu heilen und genau den Weg zu öffnen, der aus unserer Sicht der richtige ist, dass man nämlich die juristischen Dinge klärt, die Vergabe sauber abschließt und anschließend den Weg eröffnet, das zu erreichen, was wir wollen, den Tunnel zu sanieren. Das kann man aber nur in Schritten tun. Der erste Schritt, den wollen wir heute gehen, das ist nämlich, diese Vergabeentscheidung aufzuheben und das auf juristisch korrekten Wege. Dem dient dieser Antrag und nichts anderes hat er zum Ziel. Wir haben eins gemacht, wir haben im Vertrauen darauf, dass hier fair gearbeitet wird, diesen Antrag vorher der Stadtverwaltung zukommen lassen und haben anschließend jetzt in der Sitzung erfahren, welche Bewertung dieser Antrag erfährt. Das ist aus unserer Sicht wenig hilfreich, weil das, was jetzt hier droht, ist sozusagen ein endloses Spiel, möglicherweise vor den Gerichten. Und es hilft, glaube ich, weder denjenigen, die den Tunnel verfüllen wollen, noch uns, die wir dieses Bauwerk für die Stadt erhalten wollen. Deswegen, glaube ich, ist das keine gute Entscheidung, die Sie hier getroffen haben. Korrekt wäre aus meiner Sicht gewesen zu sagen, Sie haben da Zweifel, ob das in Ordnung ist und es im Nachgang prüfen zu lassen, aber genau diesen Abstimmungsvorgang heute einfach zuzulassen, um die tatsächliche Meinung des Stadtrates zu erfahren,
um die Mehrheitsverhältnisse hier entsprechend auch abprüfen zu lassen. Alles andere führt wiederum zu einer weiteren Verzögerung ohne Entscheidung. Das kann eigentlich nicht in unserem Interesse sein. Inhaltlich möchte ich noch eines sagen. Ich habe ja auch den Antrag der AfD gelesen. Wir haben auch Ideen gehört von der FDP. Wir glauben, dass wir heute eben den ersten Schritt hätten gehen sollen, juristisch diese Vergabe abzuschließen und über die weiteren Punkte, über die man tatsächlich aus unserer Sicht auch noch mal diskutieren muss, dann in einem weiteren Schritt zu beraten, gemeinsam vielleicht auch Anträge zu formulieren und diese dann zur Abstimmung zu stellen. Denn was ist denn von der guten Idee, die der Kollege Löser hier beschrieben hat, die es schon seit über 10 Jahren gibt, bis heute in der Praxis das Ergebnis? Das Ergebnis ist, dass wir einen Eingang zu einem Stadtteil haben, der verfällt. Wir haben, wie zu Recht der Kollege Zastrow kritisiert hat, verfallende Fassaden, wir haben verfallende Brunnen, wir haben einen verfallenden Tunnel und genau diesen Stillstand wollen wir gerne aufheben. Und wir wollen es nicht im Vertrauen darauf, dass wir eine Idee haben, die vielleicht schön ist, aber deren Realisierung, das wissen wir alle, aus wirtschaftlichen Gründen innerhalb des Budgets, was wir hier in den nächsten 10 Jahren haben, überhaupt nicht möglich ist. Das heißt, wir wollen gerne, und da lade ich auch alle Kolleginnen und Kollegen der anderen Fraktionen ein, auch in Kürze darüber nachdenken, wie wir die jetzige Situation kurzfristig deutlich verbessern, weil das muss das Interesse sein. Nicht, dass wir einer Idee, die vielleicht schön ist, nachhängen und dann 20 Jahre wieder nichts tun. Das kann nicht unser Anliegen sein. Vielen Dank. Als nächstes FDP Freie Bürgerfraktion, Herr Zastrow. Angela, ganz lieb. Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, das mag ja für Sie, lieber Kollege Löser, Spielerei sein, aber ich halte es für völlig legitim, dass gerade wir, die uns die Entwicklung der inneren Neustadt und die Entwicklung am Neustädter Markt seit vielen Jahren, wie Sie wissen, Sorgen bereitet, dass wir als Fraktion dort immer und immer wieder nachfragen. Und wenn ich, egal übrigens unter welchem Baubürgermeister, seit Jahren dort nichts anderes sehe als Stillstand, immer wieder Versprechung, geplant und geplant und geplant, aber es gibt auch keine Klarheit, auch für die ehemalige GAGFA gibt es keine Klarheit, was ja ein Problem dafür ist, ob die jetzt sanieren oder nicht. Und ich immer wieder zugucken muss, wie es immer mehr verfällt. Wir haben das mittlerweile im Jahresrhythmus fotografisch dokumentiert, was beispielsweise an dem rechten Brunnen dort passiert. Und das ist auch Stadtzentrum. Die Stadtzentrum ist nicht nur die Frauenkirche, sondern auch die andere Seite, wo man auf die Frauenkirche guckt. Und dann muss ich mir das Recht herausnehmen, da nachzufragen. Und auch nachdem ich das letzte Mal hier im Stadtrat thematisiert habe, gab es keine Bemühung mal, ich komme als Verwaltung in die FDP-Fraktion, ich zeige mal, was wir da vorhaben. Stilles Schweigen, nichts ist da passiert. Deswegen sage ich Ihnen ganz ehrlich, das ist mir zu wenig. Es kann nicht sein, dass wir dort einen Stillstand haben und dass die einzige Antwort, die uns auf die Entwicklung des Neustädter Marktes einfällt, am Ende das Zuschütten des Tunnels ist, meine Damen und Herren. Das geht nicht, das ist uns zu wenig und da fordern wir mehr ein. Ich werde auch im Stadtrat in wenigen Wochen eine Frage stellen. Die wird Sie, lieber Kollege Löser, werden Sie mir wahrscheinlich dann eine Antwort geben. Ich hoffe, Sie können sie geben. Augustusbrücke, eine große Entscheidung hier gewesen, den Autoverkehr runterzunehmen. Was wird denn dort gemacht? Wo noch mal ganz genau ist in den jetzigen Planungen zur Augustusbrücke die Karlsbrücke in Prag, die Sie ja in Dresden haben wollen, erkennbar? An keiner einzigen Stelle ist sie erkennbar. Es gibt überhaupt kein Konzept dazu. Das ist zu wenig. Ich akzeptiere die Mehrheitsentscheidung. Dann will ich aber auch sehen, dass wir ein Stück Karlsbrücke mit der Lebensqualität, der Aufenthaltsqualität tatsächlich in Dresden bekommen. Bekommen wir aber gar nicht. Wissen Sie selbst, lieber Kollege Löser, dass das völlig ungenügend ist, was da bisher ist. Und deswegen haben wir gesagt, wir wollen ein Zeichen setzen und haben das auch getan. Und deswegen bin ich der Meinung, man sollte die Entscheidung zur Verfüllung des Tunnels erst dann treffen, wenn wir tatsächlich uns über ein Gesamtkonzept ausgetauscht hätten. Ich sehe also ein bisschen, dass wahrscheinlich der Kompromissvorschlag, den wir so haben, wo Sie sagen, das ist schon mal vor 2 Jahren diskutiert worden, nicht auf der Ebene hier, glaube ich, auch nicht zwischen den Fraktionen, dass das wahrscheinlich sogar eine Chance für eine Mehrheit hätte. Ich sehe verfahrenstechnisch auch kaum eine Möglichkeit, wie man es unterkriegt, aber eigentlich gäbe es eine Lösung, stelle ich jetzt mal so in den Raum.
Die Entscheidung fällt uns trotzdem schwer, weil, das habe ich schon das letzte Mal gesagt, gerade die Ausführungen von Steffen Kaden wird er bestimmt auch heute wiederholen, schon überzeugend sind. Trotzdem will ich daran erinnern, dass wir ähnliche Entscheidungen in dieser Stadt immer und immer wieder getroffen haben. Es ist kein Einzelfall, sondern ich habe mich extra nochmal mit der Geschichte unserer Beschlüsse ein bisschen befasst. Und es sind bei vielen Argumenten, die hier vorgebracht werden, werden sie immer wieder von der jeweiligen Fraktion je nach Kassenlage ausgelegt. Fördermittel, natürlich ein tolles Argument, aber Sie haben es in anderen vergleichbaren Fällen, ich sage nur mal Sanierung der Albertbrücke, auch einfach so in den Wind geschlagen. Da hätten wir viel günstiger sanieren können, wenn es damals nach unserem Vorschlag gegangen wäre. Da spielte das mit den Fördermitteln dann plötzlich überhaupt keine Rolle mehr. Wenn es darum geht, wie wir mit Vergaben umgehen, ich kann mich noch an den legendären Beschluss in der Stadtratssitzung, wo wir vergeben wollten, von CDU, Grün und SPD erinnern. Als damals die Entscheidung zum Technischen Rathaus wirklich in der letzten Minute geändert worden ist. Eine Investition von 60 Millionen. Da gab es auch jemanden, der jahrelang geplant hat und das war alles längst durch. Das Technische Rathaus könnten wir da drüben längst haben. Jetzt wissen wir nie, ob wir überhaupt mal die räumliche Situation klären. Auch das wurde hier von diesem Stadtrat in der letzten Minute geklärt. Viel, viel größeres Objekt als das, was wir jetzt beim Tunnel haben. Es ist leider so, der Stadtrat hat immer wieder auch alte Entscheidungen widerrufen. Meine Damen und Herren, ich finde es schade, dass wir heute dazu nicht abstimmen können. Ich kann das juristisch nicht einschätzen. Es fällt mir auch wirklich schwer, sage ich ganz ehrlich, all das, was hier kommt, immer wieder noch neu zu bewerten. Das neue Argument, das mit dem Narrenhäusel, ja, ein sehr stichhaltiges Argument für uns als Befürworter des Narrenhäusels, das kommt mal ebenso über die Medien rein. Heute dann wiederum lese ich, dass der Investor es ganz anders sieht. Ich weiß in dieser Frage wirklich nicht mehr, wem ich noch was glauben kann. Deswegen, meine Damen und Herren, bleiben wir bei der Entscheidung, die wir das letzte Mal getroffen haben. Wir schauen dann heute, wie es ausgeht. Und es wird mutmaßlich eine sehr, sehr knappe Entscheidung werden. Und dann schauen wir, was notfalls auch juristisch darauf. Als nächstes die AfD-Fraktion, Herr Obern. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Stadträte, sehr geehrte Damen und Herren. Die AfD hatte zu dem heute anstehenden Antrag einen Ersetzungsantrag vorbereitet, der im Wesentlichen die Punkte aufgreift, die der Antrag von SPD und Linken beinhaltet. Wir haben dazu einen weiteren Punkt reingenommen, und zwar wollten wir, dass der Stadtrat sich in diesem Zusammenhang für die Vierspurigkeit der Großen Meißner Straße entscheidet, weil wir diese Entscheidung Tunnelverfüllung oder beziehungsweise wie wird die Straße gequert und die Vierspurigkeit schon in einem direkten Zusammenhang sehen. Ich bin ein Stück weit, sage ich mal, brüskiert über die Art und Weise, wie hier mit den vorliegenden Anträgen umgegangen wird. Also auch meine Fraktion hat sich im Nachgang zur letzten Sitzung beraten lassen, weil die Frage der Rechtmäßigkeit im Raum stand. Und auch wir haben die Auskunft bekommen, dass es sehr wohl möglich ist, dass die Stadt auch in einer laufenden Ausschreibung. Und jetzt würde ich gerne auch noch mal drei Worte dazu verlieren, warum meine Fraktion eben ihre Meinung auch zu der Tunnelquerung geändert hat. Und da sage ich ganz ehrlich, ich habe überhaupt kein Problem damit, mich selber auch zu korrigieren in meiner Meinung, wenn ich sehe, dass in der Bürgerschaft und vor allem auch in meiner Wählerschaft andere Wünsche da sind, weil ich verstehe mich hier als Repräsentanten der Dresdner Bürger und nicht als ein Selbstdarsteller im Stadtrat. Und die Rückmeldungen sind bei uns relativ deutlich gewesen, dass es in Richtung Erhalt des Tunnels geht. Und der Tunnel hat ja nicht nur Nachteile, er hat ja auch Vorteile, die man auch benennen kann. Und ein Tunnel ist eben eine Querungsmöglichkeit für alle, die permanent offen ist, im Unterschied zu einer Ampelquerung. Auch das kann man kleinreden, wenn man will, aber man muss es nicht kleinreden. Und wenn man die Straße als eine Hauptverkehrsader betrachtet, die zurzeit 25.000 Autos am Tag bewältigt und möchte dazu noch eine funktionierende und gut durchlässige Fußgängerquerung haben, dann ist ein Tunnel eben an der Stelle auch besser als eine Ampelquerung. Ich
Vielleicht noch ein Wort zum Narrenhäusel. Das Narrenhäusel wurde eingeworfen. Wir haben dort zum Narrenhäusel inzwischen eben auch die Rückmeldungen, dass es da Lösungsmöglichkeiten gäbe, den Tunnel mit dem Narrenhäusel auch am jetzt geplanten Standort zu realisieren. Insofern wäre das für uns jetzt kein Grund, von unserer Haltung abzuweichen. Und dementsprechend werden wir die Vergabeentscheidung jetzt ablehnen. Vielen Dank. So, und zum Abschluss der Fraktionsrunde für die CDU-Fraktion, Herr Kahn. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine sehr geehrten Damen und Herren, wir haben einen rechtswidrigen Beschluss gefasst in der letzten Sitzung und wir möchten Sie heute einladen, diesen gemeinsam mit uns zu korrigieren. Was ist passiert? Der Stadtrat hat im Januar 2015 hinsichtlich des Tunnels für Klarheit gesorgt. Er hat mehrheitlich sich dafür entschieden, den Tunnel zu verfüllen. Diese Klarheit wurde auch fortgeschrieben, und zwar im Januar diesen Jahres durch einen erneuten Beschluss. Wir erinnern uns alle, wir hatten eine Petition auf dem Tisch, die das Anliegen verfolgte, den Tunnel zu erhalten. Und dieser Petition wurde durch den Rat nicht abgeholfen. Der Rat ist bei seiner Linie geblieben und hat weiterhin für Klarheit gesorgt und gesagt, wir wollen diesen Tunnel nach wie vor verfüllen. Das Bauvorhaben befindet sich bereits in der Umsetzung. Es sind Fördermittel beantragt worden, es gibt ein Ausschreibungsverfahren und es haben sich mittlerweile eine ganze Reihe von Firmen um den öffentlichen Auftrag beworben. Sie haben Zeit und Geld in ihre Angebote hineingesteckt und vertrauen natürlich im treuen Glauben auf die Seriosität der Landeshauptstadt Dresden als öffentlicher Auftraggeber, dass derjenige, der das wirtschaftlichste Angebot abgegeben hat, auch den Zuschlag erhält und damit den Auftrag. Dieses Vertrauen ist aus meiner Sicht maßgeblich gestört und wir sollten heute den rechtswidrigen Beschluss korrigieren, um dieses Vertrauen wieder herzustellen. Aus unserer Sicht, und das haben wir auch im Ausschuss für Wirtschaftsförderung, der ja zuständig ist für die Prüfung der Vergaben, also der Prüfung, ob alles mit rechten Dingen zugegangen ist, entsprechend so bestätigt. Und auch hier gibt es keinerlei Zweifel am Vergabeverfahren. Ich will zum Abschluss noch ein paar Worte sagen und meiner Enttäuschung Ausdruck verleihen. Insbesondere Enttäuschung in Richtung zwei Fraktionen hier in diesem Stadtrat. Das ist zum einen die AfD und zum zweiten die FDP. Gerade an Sie in Richtung AfD möchte ich einfach noch mal daran erinnern, dass Sie doch immer für Recht und Ordnung und auch für Glaubwürdigkeit stehen. Und gerade an dieser Stelle, ist zumindest meine persönliche Wahrnehmung, ist es schon sehr eigenartig, dass Sie hier der Entscheidung des Stadtrates nicht zum Erfolg verhelfen, zumal es ja hinsichtlich der Vergabeentscheidung inhaltlich keinerlei Zweifel gibt und Sie haben bisher auch keinen einzigen Zweifel vorgetragen und auch vortragen können. Und zum Zweiten die FDP. Ich bin ja nochmal gelobt worden, ob meiner Rede vom letzten Mal und in der Vorausschau der jetzigen Rede schon Vorschusslorbeeren bekommen. Vielen Dank. Aber Sie halten doch immer die Unternehmerfreundlichkeit so hoch als FDP-Fraktion. Und was passiert denn jetzt hier? Wir haben ein Unternehmen, das hat geplant, das hält Arbeitskräfte bereit und ist eigentlich in Erwartung, einen Auftrag zu erhalten, wohlgemerkt ein Dresdner Unternehmen. Und es ist in Erwartung, hier einen Auftrag in sechsstelliger Höhe, mittlerer Größenordnung zu erhalten. Und diesen ganzen Streit, den Sie aufmachen um die Frage, ist der Brunnen jetzt saniert oder ist er nicht saniert? Und weil er nicht saniert ist, sind wir beleidigt und entscheiden heute nicht. Den tragen Sie auf dem Rücken der Unternehmen aus. Und das, meine Damen und Herren, ist ein sehr schlechtes Zeichen und ist gerade ein Zeichen, was ich wiederum von der FDP, die ja gerade sich als die unternehmensfreundlichste Fraktion hier im Stadtrat regelmäßig präsentiert, also noch vor uns, wir sind ja schon sehr unternehmensfreundlich, aber Sie sind ja meistens noch unternehmensfreundlicher, das ist ein Problem. Zum Technischen Rathaus können wir gern diskutieren. Das Beispiel ist leider nicht vergleichbar. Aber da können wir gern noch mal drüber diskutieren. Lange Rede, kurzer Sinn. Richtig, Sie sagen, es war kein Vergabeverfahren, in dem Fall nicht vergleichbar.
Ich möchte an Sie einfach nochmal die Bitte richten, überlegen Sie nochmal, macht es wirklich Sinn, diesen Kampf hier an dieser Stelle zu kämpfen? Ich halte viel davon, einmal getätigte Stadtratsbeschlüsse dann auch, so wie sie hier im Rat beschlossen worden sind, durchzuhalten, auch wenn einem manches Mal der Beschluss nicht gefällt, aber so ist es nun mal in der Demokratie. Es gibt immer die Sieger und auch mal die Unterlegenen. Und es bricht uns, denke ich, heute keinen Zacken aus der Krone, diesen rechtswidrigen Beschluss zu korrigieren. Und dazu möchte ich Sie heute noch mal einladen. Vielen Dank. So, damit wäre erstmal die Fraktionsrunde beendet. Ich habe dann weitere Wortmeldungen, aber es gab Fragen, die würde ich zunächst mal von Herrn Schmidt-Lamontin beantworten lassen. Und ich fülle gleich, lassen Sie mal die Arme hoch. Wenn er redet, habe ich dann die Zeit, um hier die Rednerliste aufzufüllen. Zunächst aber als Nächste dann nach Herrn Schmidt-Lamontin, Herr Avenaius und Herr Krien und alle anderen nehme ich jetzt auf. Ja, es wurden verschiedene Fragen an mich gerichtet, die will ich mal versuchen, nacheinander zu beantworten. Es waren mehrere, aber ich kriege das schon hin. Also erstens, welche Schäden sind 2013 entstanden und wie ist die Kostenschätzung zustande gekommen? Also ich habe ja auch anlässlich der Zeitungsberichterstattung heute an die Fraktion nochmal den Schadensbericht zur Schadensbeseitigung und die Schadenserfassung geschickt. Es gibt hier in dem Antrag für die Fördermittel ein Schadensbild am Tunnel, der umfasst sehr viele Punkte. Ich würde jetzt einfach mal so anfangen mit den ersten paar. Schäden waren Risse im Überbau, insbesondere an den Übergängen zwischen Fertigteilbauweise und monolithischer Bauweise, örtliche Durchfeuchtung, durchdrückendes Wasser, Risse in Wänden, Rissweite erhöht gegenüber Prüfung 2006, zahlreiche Aussinterungen auf den Steinüberflächen der Verkleidung, Ansichtsfläche aus Naturstein beginnt zu verwittern, na gut, okay, feuchte Ansammlung durch mehrfach nachdrückendes Wasser, Fugenmörtel, schadhaft, Fugenverfüllung rausgequollen, schadhafte Bauwerksabdichtung, absandende Putzoberflächen, abblätternde Farbanstriche, Teile der Treppenstufen mehrfach herausgebrochen, Platten gelockert, bei allen Treppen mehrfach Setzstufen verschoben, aus Treppenstufen austretende Feuchtigkeit, Gebahnbelege ausgeprägt, Fugenmörtel, Befestigung der Deckenverkleidung, angerostet, mehrfach durchgerostet, Verkleidung hängt ab, Brüstung schadhaft, technische Ausstattung defekt, Brüstung bereichsweise verschoben, also und so weiter und so fort. Dann gab es eine Kostenschätzung, die wurde im Rahmen der Schadensaufnahme gemacht, die dann ja relativ schnell gehen müssen, noch während des Hochwassers, um die Schäden dann auch schnell weiterzumelden. Da ist es so, dass diese 375.000 Euro zustande gekommen sind, relativ große Posten sind solche Dinge wie Ersatzneubau der Beleuchtungsanlage, Unterhangdecke, Instandsetzen von Abhängern mit fast 100.000 Euro, sodass man am Ende auf diese 300.000 Euro kommt. Wichtig ist, da handelt es sich um eine reine Schadenbeseitigung, Schutzmaßnahmen gegen erneutes Hochwasser, aufsteigendes Grundwasser, Umgestaltung der Treppenanlage, die notwendig wäre, wenn man das Narrenhäusel an der gleichen Stelle bauen wollen würde. Muss man noch mal klären, ob man das über einen Investor, der dann kommt, machen würde. Kommt ja auch immer noch darauf an, wer das Grundstück dann am Ende erwirbt. Schaffung einer neuen Rampe sind nicht berücksichtigt. Auch ist es so, dass durchaus mittlerweile mehr Schäden da sind durch Vandalismus und Frostschäden. Wenn die Flächen einmal aufgeplatzt und durchfeuchtet sind und nichts gemacht wird, ist natürlich in den Wintern entstehen weitere Schäden. Und eine zusätzliche oberirdische Querung, die laut dem vorliegenden Angebot ca. 50.000 Euro kosten würde, ist natürlich auch nicht vorgesehen, weil das ja zwischendurch auch mal thematisiert wurde. Vielleicht nochmal, die zweite Frage war ja, warum hat es 2002 nur 50.000 Euro gekostet? Auch das habe ich nochmal versucht rauszufinden heute. Also erstmal sind das wirklich nur die Beseitigung der Schäden im Tunnel gewesen. Da ging es um Abpumpen und Reinigung des Tunnels, Ersatz von Pumpen durch Reserven durch Altbestände, Austausch der Beleuchtung, Reparatur der Lichtsignalanlagensteuerung, Weiterbetrieb der elektrischen Anlagen war wohl möglich und die Läden und Aufenthaltsräume wurden erstmal geschlossen, daher brauchten verschiedene Sachen nicht gemacht werden. Die Kosten von 50.000 Euro beliefen sich nur auf das Material. Damals gab es anscheinend noch hier interne Reparaturtruppen, die das dann personalkostenmäßig halt nicht haben größer werden lassen, sondern das jeweils selber gemacht haben, also die gewerblichen Mitarbeiter der jeweiligen Abteilung, und diese Stunden wurden nicht verrechnet. Außerdem die Reparatur der Lichtsignalanlagensteuerung ist in 50.000 Euro nicht drin, die kommt wohl mit weiteren 135.000 Euro zu Buche, wurde mir nochmal mitgeteilt.
Also die 50.000 Euro sind, wie gesagt, nur Materialkosten und nicht die technische Lichtsignalanlagensteuerung. Wenn man die dazu rechnen würde, wäre man bei fast 200.000. Jetzt war nochmal die Frage, oder nochmal in dem Zusammenhang mit den Fragen zur Vergabe. Also es gibt auch jetzt schon beauftragte Planungsleistungen für 32.000 Euro, von 16.000 zurzeit abgeflossen sind, nur noch so nachrichtlich. Dann dieser Kompromissvorschlag von Herrn Zastrow, auch das haben wir natürlich nochmal geprüft. Wir haben gestern nochmal konkret mit den Fachbehörden des Landes Kontakt aufgenommen mit der Fragestellung, könnte man auch Fördermittel zum Beispiel nur für die oberirdische Querung bekommen und die unterirdische Verdämmung dann sein lassen. Da wurde uns sehr deutlich gesagt, dass das keine Förderaussicht hätte, auch nochmal eine Veränderung des Förderbescheids hätte keine Förderaussicht, wurde auch in der Vergangenheit wohl schon gesagt, weil es erstmal um eine nachhaltige Verwendung von Fördermitteln geht, also sprich, könnte ja nochmal eine Flut kommen, und zum anderen um eine Förderung von Schadensbeseitigung, und der Schaden ist in erster Linie der Tunnel, also allein die oberirdische Querung ohne die Verdämmung des Tunnels würde man auch keine Förderung in Aussicht stellen. Zum Thema Narrenhäusel, wir hätten einen Plan dabei, wo wir den Konflikt einfach mal aufzeigen können. Wenn man den sehen will, können wir den an die Wand werfen. Aber ich weiß nicht, ob die Debatte noch geführt wird hier. Also das können wir machen, wenn Sie wollen. Den haben wir dabei natürlich. Vielleicht noch ganz kurz zu Herrn Zastrow. Sie hatten gesagt, ich bin nicht in die Fraktion gekommen. Also ich komme gern zu Ihnen in die Fraktion. Ich bin schon in mehreren Fraktionen gewesen, eingeladen gewesen. Gestern bei SPD war ich auch, habe mich Fragen gestellt. Also wenn Sie mich einladen, ich komme. Sage ich Ihnen nur noch mal zu. So, jetzt machen wir mal weiter mit den Wortmeldungen. Herr Avenaio Sacklin. Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, wir haben uns in der letzten Sitzung in ein Dilemma gebracht. Dieses Dilemma hat Herr Bürgermeister Schmidt-Lamontaine in einem Interview in der Zeitung treffend auf den Punkt gebracht. Er hat gesagt, ich habe eigentlich den Auftrag, die Tunnelverfüllung zu veranlassen, aber jetzt verbietet man mir, einen Unternehmer zu beauftragen, diese Verfüllung vorzunehmen. Jetzt ist die Frage, wie kommt man aus diesem Dilemma raus? Der Oberbürgermeister hat aus seiner Sicht das Richtige gemacht. Er hat veranlasst, dass wir heute erneut darüber sprechen, weil er Bedenken an der Entscheidung, die wir getroffen haben, angemeldet hat. Wir können jetzt nicht so weitermachen, wie man in der Justiz weitermachen würde. In der Justiz gibt es das Institut der Rechtskraft. Da ist es so, wenn eine Gerichtsentscheidung rechtskräftig ist, dann gilt die auch dann, wenn sich die Verhältnisse, unter denen diese Entscheidung getroffen wurde, geändert haben. Dann sagt man einfach, das hat man zu akzeptieren. Bei politischen Gremien wie einem Stadtrat ist es anders. Da ändern sich die Mehrheitsverhältnisse. So ein Phänomen haben wir jetzt erlebt. Und jetzt ist die Frage, kommen wir aus diesem Dilemma schneller raus, indem wir sagen, naja, ursprünglich ging es nur um Vergabe. Und wenn ihr jetzt so einen Antrag stellt, dann redet ihr nicht nur um die Vergabe als solche, sondern ihr redet schon wieder von der Basis für die Vergabe. Also lasse ich das nicht zu. Oder prüfe ich, ob es tatsächlich so ist, dass die ursprüngliche Intention der Vergabeentscheidung keine Grundlage mehr hat. Das wäre doch das Sinnvollste, um die Situation ein für alle Mal zu klären. Und Herr Oberbürgermeister, ich möchte Sie wirklich herzlich bitten, Ihre Entscheidung nochmal zu überdenken. Wenn wir jetzt das so praktizieren, wie Sie es möglicherweise durchsetzen werden, sind wir keinen Schritt weitergekommen. Dieses Thema wird uns so oder so weiterverfolgen. Hier, und ich fürchte dann leider auch vor Gericht, das wäre das Schlechteste, was passieren könnte. Das
einzig Sinnvolle wäre oder nicht. Vielen Dank. Als nächste Wortmeldung Herr Krien, dann Herr Thiele. Ja, meine Damen und Herren, die technischen Details sind genannt worden, die juristischen Details sind genannt worden. Will ich beides nicht bewerten, bin ich leider nicht so weit Fachmann wie andere hier. Aber ich bringe Ihnen einen Gedanken, so wie Sie es von mir gewohnt sind, den Sie meistens noch nicht gehört oder zumindest noch nicht richtig ernst genommen haben. Und ich bitte, hören Sie sich das erstmal an und nehmen, lassen Sie das wirklich mal auf sich wirken. Wöchentlich erreichen uns Stadträte mehrere Anschreiben von verschiedenen Anwohnern und Gewerbetreibenden in der Innenstadt zu dem Problem der bandenmäßig ausgeführten, überlauten sogenannten Straßenmusik. Die Blaue Zeitung bringt das heute wieder. Ein Artikel über eine halbe Seite dazu und nennt auch ganz honorige Beschwerdeführer. Und auf diese Problematik, die auf diese Problematik hinweisen. Und wie ich schon mehrmals erläutert habe, gibt es ein Gutachten des Rechtsamtes, das ganz klar sagt, ein generelles Verbot für laute Straßenmusik oder für Gruppen gibt es nicht. Und die Frau Fielges-Jähne hat eben nicht zugehört, indem ich gesagt habe, ich komme jetzt gleich zurück zum Thema. Es muss mindestens einen Ort geben, der dafür zugewiesen ist. So ist das Rechtsgutachten. Und ganz klar, dieser Ort ist der Tunnel. Der eignet sich dafür. Nehmen Sie es bitte mal ernst, lassen Sie es auf sich wirken. Dieser Tunnel ist auf die Rechtssicherheit dazu bestens geeignet. Er liegt innerstädtisch, er ist frequentiert und er ist geräumig. Ich habe mich dazu im Forum der Zeitung geäußert und dann kam die Frage, na Musiker unter die Erde, ist denn das wirklich gewollt? Nein, natürlich will ich nicht den Mann mit dem Klavier, mit dem Beistelltisch unter die Erde verbannen. Aber die Leute, die uns alle nerven, das sind keine Musiker, das sind nicht einmal Musikanten, sondern das sind aggressive Bettler. Und wenn die so tun, als ob sie Musik machen würden und sich damit auf das Feigenblatt Straßenmusik berufen, dann tun wir so, als ob wir ihnen einen guten Platz zuweisen. Und dieser Platz ist unter der Erde im Tunnel. Und die gesetzlichen Vorgaben sind nun einmal so, wir müssen irgend so einen Platz finden. Ich weiß, die einigen von Ihnen sagen, was hat denn der da wieder für eine Idee? Aber dann schauen Sie bitte mal zurück, ich bin jetzt 12 Jahre in diesem Stadtrat und ich habe mal zusammengezählt, es hat sogar 20 solcher Fälle gegeben, wo ich Ihnen Sachen gesagt habe und Sie haben die Köpfe geschüttelt, mit Gottes Willen, und haben das aus politischer Korrektheit sofort abgelehnt. Und 3 Monate später oder ein Jahr später haben Sie es dann doch gemacht. Sie sind jetzt im Moment im Heilungsverfahren, weil Sie einen Beschluss nach 28.2 Hauptsatzung vergessen haben. Ich habe Ihnen gesagt, ist es denn gut, solche riesigen Messer im Asylantenheim auszuteilen? Nein, ist überhaupt nicht ungefährlich. Nach dem Toten und nach dem Schwerverletzten ist es jetzt so, dass Sie meiner Idee gefolgt sind und im jetzt eröffneten Prinz Eugen wird Plastikgesteck ausgeliefert. Meine Damen und Herren, was ich Ihnen sage, läuft manchmal auch, wenn Sie jetzt erstmal sagen zur Sache, oder ist es denn so? Ja, ich habe Sie darauf hingewiesen und jetzt wird es umgesetzt. Still und heimlich. Sie haben gehofft, es merkt keiner. Meine Damen und Herren, nehmen Sie es ernst. Dieser Tunnel wird uns noch einmal gute Dienste leisten, als Ort, um diese störenden Straßenmusiker rechtssicher zu verbannen. Und die ganzen honorigen Leute, die sich jetzt in der Zeitung immer beschweren, die werden uns dann dankbar sein, dass wir diesen Ort haben. Herr Zastro hat vorhin gesagt, es wird eine ganz knappe Entscheidung werden, für und gegen, die einen sind dafür. Und deswegen habe ich Ihnen ganz bewusst noch mal eine Idee mehr gebracht. Schauen Sie in die Zeitung, wie sich die Leute über die Straßenmusik aufregen. Wir sagen, ja, wir können nicht und sind die Hände gebunden, es geht nicht. Dort ist die Möglichkeit, lassen Sie uns den Tunnel offen halten, lassen Sie uns da Leute, die diese Lärmenden dort hineinschicken. Was machen die nämlich? Die gehen dort nicht hinein, sondern die ziehen weiter. Die sind wir dann los. Und wir werden froh sein, diesen Ort zu haben. Danke. So, als nächster Herr Thiele, dann Herr Löser und dann geht's weiter. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren,
Es ist kein Höhepunkt heute hier, es ist ein Tiefpunkt aus meiner Sicht, dass wir nochmals über diesen Punkt reden müssen. Die Ursache, mein Fraktionskollege Herr Kaden hat es vorhin ausgeführt, ist der rechtswidrige Beschluss, den wir in der letzten Stadtratssitzung hier gefällt haben. Und es ist ein exemplarisches Beispiel dafür, dass wir hier in dieser Stadt einfach nicht mehr vorankommen. Ein paar Dinge möchte ich hier voranstellen. Ich möchte sogar noch weiter zurückgehen nach dem Hochwasser 2013 und als klar war, dass hier für bestimmte Sachen auch wieder Flutschadensbeseitigungsmittel zur Verfügung stehen werden, haben wir uns auch im Bauausschuss lange mit der Thematik Neustädter Markt beschäftigt. Und ohne, dass ich jetzt das Abstimmungsverhalten in der Sache dort in dem federführenden Ausschuss zu dieser Thematik noch genau parat habe, bin ich mir aber relativ sicher, dass wir dort mit überwiegender Mehrheit für die damals dann in großer Eile von der Stadtverwaltung vorgelegte und mit uns auch diskutierte Lösung ausgesprochen haben. Und wir haben da lange drum gerungen. Die Grünen können sich bestimmt erinnern, denn da gab es Überlegungen, wie kann man dort vielleicht tatsächlich beide Dinge unter einen Hut bringen. Sie haben sich dann auseinandergesetzt mit der Thematik und sind entsprechend zu dem Schluss gekommen, nach reiflicher Überlegung, dass das die günstigste Lösung ist. Was verbinden wir inhaltlich? Das hat Herr Löser ausgeführt. Ich möchte es noch mal ein Stück weiter untersetzen und auch dann einen Kontrapunkt setzen zu den Reden von Herrn Blümel hier. Wir wollen eben gerade die Neustadt aufwerten, die Erreichbarkeit der Hauptstraße verbessern und da muss ich Ihnen deutlich widersprechen, Herr Blümel, und das lasse ich auch nie auf der Neustadt sitzen. Sie haben von einem verfallenden Stadtteil gesprochen. Das kann es nicht, das haben Sie hier gesagt, das kann es nicht sein. Wir haben mit viel Geld die Hauptstraße aufgewertet und wollen jetzt mit dieser Lösung dazu beitragen, dass sich das weiter verbessert, indem man die direkte Querung auch auf der Ostseite herstellt. Die Stadtverwaltung hat auch schon eine Verbesserung für den Radverkehr gebracht, indem dort jetzt oberirdische Querungsmöglichkeiten auf der Ost- und auf der Westseite des Neustädter Marktes über die Große Meisterstraße, Köpkestraße hergestellt wurden. Für den Radverkehr ging das, für den Fußgängerverkehr ist es eben ein Stück weit schwieriger und genau jetzt haben wir die Chance, unter Zuhilfenahme der Flutschadensbeseitigungsmittel hier eine zukunftsfähige Lösung herzustellen und Sie hier drüben auf der linken Seite und dort auf der Rechten verwehren sich dieser Lösung. Es ist traurig, das muss ich Ihnen klipp und klar sagen. Und es ist verantwortungslos, finanziell vor allen Dingen verantwortungslos. Und das ist tatsächlich ein Armutszeugnis. Und enttäuscht bin ich neben FDP und AfD auch insbesondere von der SPD, dass Sie hier diesen Zauber mitmachen, dass Sie sich hier mit hergeben und als Steigbügelhalter für diesen rückwärtsgewandten Beschluss fungieren. Und das ist eben auch eine Veränderung zu Ihrem Verhalten damals im Bauausschuss. Eine traurige Entwicklung, die hier genommen wird. Mit dem Beschluss, der hier offenbar mehrheitlich gefällt werden soll heute, werden wir einen Stillstand bekommen. Es wird gar nichts passieren. Herr Bürgermeister Schmidt-Lamontaine hat darauf hingewiesen, dass es keine Aussicht gibt, hier den einmal ausgereichten Fördermittelbescheid noch zu verändern. Die Stadtverwaltung hat uns hier einfach jetzt in Vollzug der getroffenen Beschlüsse nur noch die Vergabeentscheidung vorgelegt. Und wir verwehren uns hier dieser Formalie und riskieren dadurch, dass wir diese ganzen zur Verfügung gestellten Mittel einfach verfallen lassen und am Ende mit einer Lösung hier dastehen, wie sie sich jetzt darstellt. Ein gesperrter Tunnel, der vor sich hin rottet, eine überlastete Querung auf der Westseite des Neustädter Marktes, keine Lösung auf der Ostseite, eine völlig ungelöste Situation, auch im Eingangsbereich der Hauptstraße. Und mit diesem Bild wollen wir hier in den Prozess der Bewerbung um die Kulturhauptstadt gehen. Hurra, kann ich da nur sagen. Also ich verstehe hier manche Fraktionen überhaupt nicht mehr. Die einzigen, das kann ich hier noch anfügen, waren die Linken, die waren natürlich von vornherein so unterwegs aus ideologischen Gründen, das kann man noch irgendwo ja, ein Stück weit nachvollziehen, wenn man die Geschichte sich vor Augen führt. Bitte schön, dass sich die anderen dem anschließen, ist tatsächlich eine traurige Geschichte. Vielen Dank. Jetzt Herr Löser, dann Herr Obern.
paar Punkte eingehen. Zunächst, Sie fragen zu Recht, Herr Zastrow, warum passiert da nichts? Aber das hat ja Gründe. Die Brunnen werden nicht saniert, weil eben nicht klar ist, wie städtebaulich dieser Neustädter Markt gefasst werden soll. Denn es gibt da den Auftrag an die Verwaltung zu überprüfen, inwiefern die jetzige Situation so bleiben soll, wie sie ist, oder ob man sich zu einer anderen städtebaulichen Lösung durchringt. Und diese Variantenentscheidung in der Tat, die ist wichtig. Aber nur wenn Sie die getroffen haben, wissen Sie auch, ob die Brunnen stehen bleiben oder ob eventuell eine Bebauung da vorrückt. Das haben wir aber im Ausschuss besprochen und das ist auch Auftrag an die Verwaltung. Da war auch die FDP natürlich dabei. Das Problem mit der GAGFA, das ist ärgerlich, natürlich, richtig. Da hoffe ich mir auch Fantasie, wie wir dazu kommen. Aber auch da liegt es daran, was wir für eine Grundsatzentscheidung da treffen. Da ist natürlich zu hinterfragen, wollen wir eine Grundsatzentscheidung, die wir lange auf die Bank schieben, oder sagen wir dann irgendwann mal, faktisch ist es so, die Sachen stehen, da reden wir noch über den Durchbruch zur Renitzgasse, dann müssen wir aber irgendwann die anderen Sachen mal anfassen, ne? Klar, aber ich will noch mal darauf verweisen, das ist ja nicht nur so, dass die Stadt das nicht tut, weil sie das nun irgendwie vergammeln lassen will. Erstens ist eine Haushaltsentscheidung, wir alle können im Haushalt ja mal beschließen, dass wir da was machen. Da sind Sie aber seit 20 Jahren näher am Tropf gewesen als wir. Okay. Zweiter Punkt, Augustusbrücke, da haben Sie recht, da erwarte ich mir eine qualifizierte Planung. Wir haben im Ausschuss auch gefordert, dass wir uns die anschauen, da haben wir ein großes Interesse dran. Allerdings, und wir wollen natürlich genau das, dass wir diesen Beschluss nicht einfach so gefasst haben, sondern dass diese Aufwertung tatsächlich kommt. Nun zum Narrenhäusel, Sie haben es ja hier jetzt da, ich habe mir mal das Zeichen hier besorgt. So ist die richtige Richtung. Also, das hier ist momentan die Zufahrt zum Tunnel. Hier düsen Sie also, Sie kommen im Fahrrad hier, jetzt fahren Sie rechts rein, wups, da geht es runter, dann ist der erste Absatz, da geht es weiter. So, jetzt sehen Sie Originalstandort Narrenhäusel, das ist das Blaue. Jetzt hat die Stadtverwaltung, weil sie natürlich den Beschluss ernst nimmt, zum Wiederaufbau geplant und hat, weil das sonst mit der Augustusbrücke nicht funktioniert, mal den Standort jetzt hier eingezeichnet. Dort wäre also jetzt nach Beschlusslage CDU, AfD, FDP und SPD, der Wiederaufbau des Narrenhäusels hier. Sie sehen, Sie stehen mitten in der Tunnelrampe mit dieser Lösung. Und jetzt kommen Sie ganz schnell von der pittoresken zur grotesken Situation. Denn jetzt bleibt Ihnen nur noch übrig, dieses Haus um eine gesamte Längung zu verschieben. Und dann haben Sie aber nicht mehr die niedliche oder auch gewünschte, ich will das gar nicht bewerten, städtebauliche Situationen, die Sie sich da vorstellen. Jetzt hören wir, dass Herr Wiesner, den ich sehr schätze, wirklich überhaupt nichts gegen Herrn Wiesner, ich schätze ihn außerordentlich, der dieses Haus wieder aufbauen will. Ich sage nochmal, es gibt eine Ausschreibung, wer von uns weiß, dass Herr Wiesner den Zuschlag bekommt, das wissen wir nicht. Dass gesagt wird, jetzt bauen wir eben hier irgendwie dann dahinter, ne? Bauen wir hier eine Abzweigung und dann kommen wir irgendwie in die Rampe rein. Also Sie wissen, was das für ein Gefälle hat. Wie wollen Sie das machen? Wollen Sie da Treppen bauen? Dann sind Sie nämlich die Barrierefreiheit an dieser Stelle vollkommen los. Und mit einer, sage ich mal, Rampenlösung, einfach mal Logik, wie soll denn das funktionieren? Sie müssen hier rüber irgendwie und dann müssen Sie hier runter auf diesem Stück, anders geht das überhaupt nie. Oder wollen Sie ernsthaft einen Fahrstuhl bauen, der dann Radfahrer und Fußgänger dann erstmal ein Stück fährt? Da gibt es schöne Musik. Und dann fahren Sie dann weiter. Das ist nicht Ihr Ernst. Also ich bitte Sie wirklich allerdringlichst, hier die Fakten zur Kenntnis zu nehmen. Und diese Fakten sagen ganz klar, das ist kein Gespinst, sondern das ist so, wie es ist. Das haben wir vorher alle nicht gewusst. Wir haben es aber auch alle nicht nachgefragt. Wir haben aber jetzt nachgefragt und ich möchte, dass Sie das wissen, wenn Sie das heute beschließen. Und zum Punkt Finanzen war ich jetzt sehr aufmerksam, denn ich habe mir erhofft, in dieser Debatte zu hören, wie Sie jetzt den Tunnel sanieren wollen. Ich habe dazu aber nichts gehört. Ich habe noch nicht mal rausgehört, welche Variante Sie jetzt sanieren wollen. Auch das blieb mir irgendwie offen. Das heißt, Sie haben 200.000 mal eingestellt in den Haushalt, auch das ist bekannt. Und diese, genau, die haben wir eingestellt, weil es eine Kooperation gibt. Richtig. Ne? Sie wissen aber auch, Herr Blümel, dass das nicht unser politischer Wille war, von Anfang an nicht. Und Ihrer damals übrigens auch nicht. Diese 200.000 reichen nicht für die Sanierung des Tunnels. Und ich habe jetzt nicht gehört, wo Sie das Geld hernehmen wollen. Sie wissen, es gibt kein Fördermittel. So, das heißt, wir sitzen dann hier im Haushalt und dann wollen Sie hier die 300.000 irgendwo herkriegen. Das bei Problemen, die diese Stadt vor sich herträgt, die ich finde, die wirklich sehr, sehr wichtig sind. Was soll ich sagen? Houston, wir haben ein Problem. Das ist momentan der Stand. Ich weiß nicht, wie das jetzt hier ausgeht. Ich kann nur an Sie appellieren, wirklich diese Fakten zur Kenntnis zu nehmen. Wir können heute die Vergabe beschließen.
dann lösen wir hier tatsächlich ein Problem. Wir kommen zu Herrn Urban und dann Herr Wirtz. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Stadträte, sehr geehrte Damen und Herren. Ich würde gerne dort anschließen, wo Herr Avenarius aufgehört hat. Es ist tatsächlich so, dass wir hier vordergründig über die Vergabe entscheiden, dass wir aber eigentlich darüber entscheiden, ob Dresden an dieser Stelle eine Tunnelquerung hat oder eine oberirdische Querung. Und das ist eine politische Entscheidung. Und ich betone es noch einmal, ich erlaube mir, eine politische Entscheidung anhand des Wählerwillens zu fällen. Wir sind hier keine Selbstdarsteller. Und wenn wir die Rückmeldungen haben, und die mögen in den verschiedenen Fraktionen durchaus verschieden sein, dass wir uns für den Erhalt des Tunnels einsetzen sollen, dann tun wir das. Dafür bin ich gewählt. Zumindest ist das mein Selbstverständnis. Und Herrn Kaden möchte ich sagen, Sie haben uns ja nur als Rechtsstaatspartei oder vorgebliche Rechtsstaatspartei angesprochen. Ja, wir verstehen uns als Rechtsstaatspartei und dass Sie eine andere Rechtsauffassung haben, das bedeutet nicht, dass wir mit bestehendem Recht nicht umgehen können. Wir sind der Rechtsauffassung, dass es sehr wohl möglich ist, aus der Ausschreibung rauszugehen als politische Entscheidung. Und zu diesem Recht stehen wir, da sehe ich überhaupt keinen Bruch. Im Gegenteil, wir sind nicht nur eine Rechtsstaatspartei, wir verstehen uns auch als Partei der Vernunft. Und Vernunft heißt für mich eben auch, wenn die Entscheidung A, die ich getroffen habe, wenn ich die als falsch verstehe, dann muss ich nicht automatisch B machen in derselben Richtung, sondern ich kann meine Richtung ändern. Das ist Vernunft. Gut. Und vielleicht als letzte noch eine Anmerkung, weil das kann ich mir nicht ersparen, zum Herrn Green, die Absicht, die Straßenmusiker in den Tunnel zu verbannen, ist schon ein Stück weit absurd, aber ich habe da einen Alternativvorschlag. Wir könnten die ja schwerpunktmäßig im Alaunpark spielen lassen, dann haben wir auch was erreicht und die sind dann nicht unter der Erde versteckt, sondern können vor einem bereitwilligen Publikum musizieren. Danke. Jetzt Herr Wirtz und dann Herr Flemming. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, wir haben viel gehört über Vergabe, wir haben viel gehört über diese ganze rechtliche Auffassung oder wie das auszulegen ist, ist vollkommen egal. Ich möchte das mal vom Standpunkt des Nutzers, des Radfahrers und des Fußgängers betrachten, der ja sozusagen hier am Ende entweder Begünstigter oder man muss eher sagen Opfer dieser Entscheidung ist. Es wurde behauptet, diese Tunnellösung ist eine Lösung aus den 60er Jahren, die ist nicht mehr zeitgemäß, man schickt die Leute nicht mehr unter die Erde. Unter der Erde können sie nach eigenem Tempo die Straße queren, eine sehr komplizierte Kreuzung. Was wir jetzt modern offensichtlich auch nach Auffassung der Grünen machen, ist, wir schicken die Leute erstmal zum Warten an eine rote Ampel, an derzeit zweispurigen Verkehr, ob in der Konstellation grün-schwarz am Ende die Straße schmaler wird, darf man bezweifeln. Wir sehen also hier erstmal die Wartezeiten, wir sehen auch, da wird man auch noch weitersehen, die Ampelmasten, die natürlich mitten im Fußweg stehen. Das ist also eine großartige Lösung auf der Ostseite der Kreuzung. Die Ostseite wird übrigens nicht angefasst, die wird so bleiben. Bereits ungefähr 5 Personen, Radfahrer, Kinderwagen, Menschen mit Kinderwagen, die machen im Prinzip hier den Fußgängerweg ziemlich voll. Man kann im Sommer, bei schönem Wetter, kann man hier Szenen sehen, wo also dann also auch das dort blockiert, wo das nicht weitergeht, wo also auch dann die Grünphasen kaum ausreichen, um den Fußgängerverkehr in irgendeiner Form zu bewältigen.
Hier nochmal die Frage, wie viele Leute passen eigentlich auf so einen Überweg? Wir müssen dann auch auf der Ostseite gewärtigen, dass dort nach derzeitiger Aufteilung der Kreuzung über 5 Spuren, über 5 Fahrspuren gegangen wird und über 2 Straßenbahnspuren. Das ist also eine sehr große Breite. Auch Ältere, auch Beeinträchtigte müssen dann dort mit Rollator, mit Krücken, mit Gehhilfen durch die Straßenbahnschienen durchlaufen. Das kriegen sie auch mit der Plattenbelegung nicht weg, dass dort Stolpergefahren stehen. Sie kriegen die Bordsteinkanten zwar abgesenkt, sie kriegen sie geneigt, sie kriegen sie aber eben nicht eben. Auch das wäre im Tunnel wesentlich nutzerfreundlicher zu bewältigen. Auf der Ostseite ist es noch so, dass es wie in Dresden oft, die Fußgänger werden hier dann auf den Hindernislauf geschickt, im Zickzack um die Straßenbahn rum. Das hat bestimmt auch irgendwelche Begründungen. Sie sehen auch hier, dass die Radfahrquerung, die auf der Westseite angeboten, auf der Ostseite angeboten wird, nicht funktioniert. Sie wird nicht angenommen, weil niemand, der auf der Hauptstraße sich in der gefühlten rechten Spur Richtung Innenstadt bewegt, auch der weiß nicht, dass er dann nach links gehen soll, um dann die Kreuzung zu queren und anschließend auf der Brücke wieder nach rechts auszuweichen. Also doch ein furchtbarer Umweg. Man sieht hier die vielen Radfahrer, die auch hier diese Seite mit nutzen. Auch für die wäre der Tunnel sicherlich der elegantere Weg, als hier oben das zu verstopfen. Wir nur Radfahrer. Das nächste ist, wir haben zwei Richtungen, wir haben Straßenbahnen in 2 Richtungen. Das heißt, eine von den 3 Ampeln, die zu beachten sind, sind immer rot. Der Fußgänger wartet. Und wenn der Fußgänger läuft und nicht wartet, dann wartet das Auto. Wir schicken also hier wirklich 2 Verkehrsteilnehmer, Fußgänger, Radfahrer auf der einen Seite und Autos auf der anderen Seite mit Zuschütten des Tunnels in die Kollision miteinander. Wenn, wie die Grünen das wünschen, die Köpke-Straße dann 2-spurig ist, also eine Spur in jede Richtung, würde das dann auch bedeuten, dass die notwendigen Grünphasen für die Autofahrer länger werden müssten, um den Verkehr zu bewältigen, weil natürlich dann nicht mehr 2-spurig über die Kreuzung gefahren werden kann. Auch das ist ein gewisser Nachteil, der hier nicht verschwiegen werden soll. Sie sehen also, selbst an einem Nachmittag wie heute, die Fotos sind von heute nicht besonders frequentiert, ist hier immer was los, es ist immer voll und manchmal auch, gerade an dieser Schikane, ist es zu voll. Es wird dann auch an der Westseite so sein, wenn dann die Augustusbrücke als Fußgängerbrücke, als Touristenüberweg gewählt ist, wenn sie dann so dargestellt werden soll, ist es so, dass der Fußgängerverkehr auch zunehmen soll, dass es dann nicht besser wird an der Stelle. Hier sind auch hier Personen mit Gepäck, die dann über die Schienen gehen soll. Auch oberirdisch ist es beschmiert, nicht wie im Tunnel. Ein Gedanke noch, Herr Professor Lauströ hat vorhin bei der Bewerbungsrede gesagt, wir sollen auch mit der Baukultur außerhalb des Barock vorsichtig umgehen. Es gab dann höflichen Applaus. Und einen Tagesordnungspunkt weiter legen wir hier an ein Baudenkmal auch die Axt an. Es ist hochwertig ausgestattet. Lassen Sie den Tunnel retten. Schütten Sie ihn nicht zu. Lassen Sie den Tunnel. So, als nächste Wortmeldung Herr Flemming und dann Herr Scholbach. Sehr geehrter Oberbürgermeister, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, ich sehe mich doch genötigt, hier zumindest den Argumentationen von Herrn Urban und von Herrn Scholbach doch einiges entgegenzusetzen. Natürlich ist der Stadtrat nicht gezwungen, diese Vergabe vorzunehmen. Das hat uns gerade Herr Scholbach hier auch wortreich dargestellt, indem er Paragraphen rauf und runter geritten ist. Aber, Herr Scholbach, Sie als Jurist kennen die ganze Wahrheit und die sollten Sie dann auch sagen und hier nicht mit unvollständigen juristischen Aussagen kommen. Sie haben von der Verdingungsordnung für Bauleistung gesprochen. Da müssen wir erst mal sagen, Sie sind schon mit Ihrer Terminologie im letzten Jahrzehnt. Das ist die Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen. Und so rückwärtsgewandt, wie Sie mit Ihrer Terminologie sind, so unvollständig sind Sie eben auch mit Ihrer Argumentation. Denn Sie haben zumindest richtig den Paragraph 17 zitiert und der ist nicht lang, ich zitiere den mal. Die Ausschreibung kann aufgehoben werden oder ist eben auch nicht zu vollziehen, wenn kein Angebot eingegangen ist, das den Ausschreibungsbedingungen entspricht. Der Grund trifft hier nicht zu. Zweitens, die Vergabeunterlage grundlegend geändert werden müssen. Das trifft hier auch nicht zu. Oder drittens, und das ist der einzige weitere Grund, andere schwerwiegende Gründe bestehen. Und Herr Urban, das sind definitiv keine politischen Gründe. Die einzigen Gründe, die die Rechtsprechung zulässt, zumindest nach meiner Kenntnis, vielleicht kann mich Herr Scholbach da ja belehren,
sind fiskalische Gründe. Das heißt, dem Auftraggeber bricht zum Beispiel die Finanzierung weg oder es wird ein vollkommen überteuertes Angebot abgegeben, was nicht akzeptabel ist. Das sind Gründe, die durch die Rechtsprechung gedeckt sind, aber definitiv keine politischen Willkürentscheidungen, wie sie hier getroffen werden sollen. Und das heißt, wenn die Vergabe hier nicht vorgenommen werden sollte, dann muss der Oberbürgermeister wieder in rechtlichen Einspruch gehen und dann muss er das der Rechtsaufsichtsbehörde vorlegen und die wird dann zwangsweise die Vergabe tätigen. So, und wenn das nicht passieren sollte, also dass das der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt wird und da nicht ist, dann haben wir einen massiven finanziellen Schaden für die Stadt, denn erstens gehen uns die Fördermittel verloren und für die Sanierung oder ein quasi Neubau stehen sie uns nicht zur Verfügung. Und zweitens kommen auf uns dann die Schadensersatzansprüche des Unternehmens zu, das diesen Auftrag hätte erhalten müssen. Und als nächste Wortmeldung Herr Scholbach. Und dann habe ich erstmal für eine gewisse Zeit wieder die Rednerliste abgearbeitet. Aber es gibt ja bestimmt noch eine Reihe von weiteren Beiträgen. Ja, Herr Oberbürgermeister, Herr Kollege Flemming, also wenn Sie mich auf dem falschen Fuß erwischen wollen, auf diesem Gebiet müssen Sie schon ein bisschen früher aufstehen. Also ich erkläre Ihnen das gern nochmal. Ich zitiere einfach aus einem Beschluss des Bundesgerichtshofs vom 20. März 2014, der hat sich genau mit Ihrem Problem befasst. Zitat, nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs müssen Bieter die Aufhebung des Vergabeverfahrens von engen Ausnahmen abgesehen, nicht nur dann hinnehmen, wenn sie von einem der in den einschlägigen Bestimmungen der Vergabe- und Vertragsordnung, genannt ist hier § 17 Absatz 1, aufgeführten Gründe gedeckt und deshalb rechtmäßig ist, aus den genannten Bestimmungen der Vergabe- und Vertragsordnungen folgt nicht im Gegenschluss, dass ein öffentlicher Auftraggeber gezwungen wäre, ein Vergabeverfahren mit der Zuschlagserteilung abzuschließen, wenn keiner der zur Aufhebung berechtigenden Tatbestände erfüllt ist. Vielmehr bleibt es der Vergabestelle grundsätzlich unbenommen, von einem Beschaffungsvorhaben auch dann Abstand zu nehmen, wenn dafür kein in den Vergabe- und Vertragsordnungen anerkannter Aufhebungsgrund vorliegt. Dies folgt daraus, dass die Bieter zwar einen Anspruch darauf haben, dass der Auftraggeber die Bestimmungen über das Vergabeverfahren einhält, aber nicht darauf, dass der Auftraggeber die Bestimmungen über das Vergabeverfahren mit der Erteilung des Zuschlags abschließt. Zitat Ende. Soweit der BGH. Das ist die Antwort auf Ihre Frage. Jetzt zu Herrn Oberbürgermeister. Der Herr Oberbürgermeister versucht hier, aus seiner Sicht missliebige Entscheidungen des Stadtrates zu verhindern, indem er sich eines Zirkelschlusses bedient. Ich hatte Ihnen bereits zu Beginn der Sitzung erläutert, dass es keine Verpflichtung des öffentlichen Auftraggebers zur Zuschlagserteilung gibt. Die Entscheidung darüber, ob ein Zuschlag erteilt wird, ist hier in der Kommune, in der Stadt Dresden, zunächst dem Vergabeausschuss, nun dem Stadtrat zugewiesen, der hier auch entscheiden kann mit Ja, Nein oder Enthaltung. Er hat entschieden in der vergangenen Sitzung. Er hat gesagt, wir wollen von unserem Recht Gebrauch machen, den Zuschlag nicht zu erteilen und hat entsprechend votiert. Hiergegen hat der Oberbürgermeister Widerspruch eingelegt mit der Begründung, man hätte ja bereits grundsätzlich einen Beschluss gefasst. Und hier wird es jetzt zirkelschlüssig. Wenn man dem Oberbürgermeister in seiner Argumentation folgt, dann heißt das natürlich, da der Stadtrat eben frei in seiner Entscheidung ist, wenn man ihm folgt, dass man natürlich die Grundlage für diese Vergabe beseitigen können muss, indem man nämlich die Grundsatzentscheidung aufhebt und indem man das Ausschreibungsverfahren aufhebt. Wenn die Auffassung des Oberbürgermeisters richtig wäre, jeweils, hätte dies zur Konsequenz, dass der Stadtrat stets Aufträge vergeben müsste. Er würde zum Abstimmungsautomaten degradiert. Das kann doch von unserer Rechtsordnung ersichtlich nicht gewollt sein, Herr Oberbürgermeister. Und ich gebe Ihnen jetzt noch einen guten und wirklich wohlgemeinten Rat. Ich habe immer wieder in den vergangenen Jahren Ihre Amtsvorgängerin rechtzeitig
darauf hingewiesen und angemerkt, wenn wir mit etwas nicht einverstanden waren. Ich habe ihr das erläutert und sie hat dann frei entschieden, wie sie verfahren wollte. Sie hat sich regelmäßig offenbar falsch beraten oder warum auch immer falsch entschieden. Sie hat deshalb zahlreiche Verurteilungen vor dem Verwaltungsgericht und vor dem Sächsischen Oberverwaltungsgericht kassiert. Lieber Herr Oberbürgermeister, ich würde Ihnen das gern ersparen und weise Sie darauf hin, dass Ihr Verhalten hier, diesen Antrag von Linken und SPD nicht zuzulassen, rechtswidrig ist. Ich weise Sie auch darauf hin, dass wir frei sind in unserer Entscheidung und den Zuschlag nicht erteilen müssen. Bitte bedenken Sie dies nicht, dass mir dann hinterher Klagen kommen, wenn wir entsprechend die Konsequenzen daraus ziehen und uns gegen Ihr rechtswidriges Verhalten zur Wehr setzen. Wie gesagt, ich würde es gern vermeiden und deshalb weise ich hier auf mögliche Konsequenzen an dieser Stelle ausdrücklich hin. Vielen Dank. Ich habe auch beim letzten Mal darauf hingewiesen, was mögliche Konsequenzen sind. Und wenn Sie den Beschluss heute machen, gebe ich das an die Landesdirektion ab und die wird dann Ihre Paragraphen gerne können Sie als Anlage mitgeben. Nehmen Sie gerne mit zur Beurteilung und dann werden wir das entsprechend hören. Jetzt habe ich eine weitere Wortmeldung, Herr Mattis. Herr Oberbürgermeister, ich würde eingangs noch mal feststellen, auch fürs Protokoll, dass ich heute geladen bin zu dem Punkt 7.1, Vergabenummer 5020-16, Hochwasserschadensbeseitigung 2013, Schadenbeseitigung Tunnel Neustädter Markt B0024. Das ist der Tagesordnungspunkt. Zu genau diesem Tagesordnungspunkt stelle ich jetzt den folgenden Ersetzungsantrag. Sie können ihn auch als zweiten Antrag behandeln, das ist mir egal. Ich bitte ihn aber auf jeden Fall abzustimmen. Die Ausschreibung Vergabenummer 5020-16, Hochwasserschadensbeseitigung 2013, Schadensbeseitigung Tunnel Neustädter Markt B0024 wird aufgehoben. So, gibt es weitere Wortmeldungen? Wenn das nicht der Fall ist, dann ganz kurz zu dem, was an Anträgen da war. Zunächst, es war geheime Abstimmung beantragt. Dafür habe ich bisher keinen Grund vorgetragen bekommen, würde ich damit auch nie zulassen, gibt unsere Geschäftsordnung in dem Sinne nicht her. Zweiter Punkt, zumindest das, was ich im Moment überblicken kann, halte ich den Antrag von Herrn Mattis für zulässig. Insofern würde ich ihn als Ersetzungsantrag zur Abstimmung stellen. Bekommt er eine Mehrheit, ist das entsprechend so beschlossen. Bekommt er keine Mehrheit, beschließen wir dann oder behandeln wir die Vergabe. Herr Lichti. Herr Oberbürgermeister, ich bitte dann, wenn Sie erwägen, den Antrag von Kollegen Mattis zuzulassen, bitte ich noch einmal um Eintritt in die Prüfung, ob die 6-Monatsfrist gewahrt ist. Ich weiß, es ist ein rechtlich durchaus schwieriges, nicht ganz sehr eindeutiges Problem. Wir haben die Entscheidung im Januar 2016 getroffen. Wir haben aber auch, ich meine, im Dezember 2015 eine Petition mit dem gleichen Gegenstand abgewiesen. Von daher stellt sich aus meiner Sicht durchaus die Frage, ob denn nicht diese Abweisung der Petition im Grunde eigentlich diesen Abweisungsbeschluss vom Januar 2015 neu in Gang gesetzt hat und deshalb die 6-Monatsfrist mit dem heutigen Tage noch nicht abgelaufen ist. Also wir würden natürlich im Nachgang auch eine juristische Prüfung machen, aber im Moment kann ich jetzt nichts erkennen, was dagegen sprechen würde. Aber ich bin nicht der Jurist. Herr Schmierlich. Ich mache das jetzt auch noch mal ganz einfach von hier aus. Herr Oberbürgermeister, Sie haben gerade den Antrag auf Zulassung der geheimen Abstimmung als nicht begründet zurückgewiesen. Dem würde ich gerne widersprechen wollen, weil es ist in der Geschäftsordnung geregelt, dass eine geheime Abstimmung dann zu beschließen ist, wenn es eben
wichtige Gründe dafür gibt. Und ich glaube, wir haben doch hier einen ziemlich einmaligen Vorgang. Also ich habe zumindest sowohl als Mitglied als auch als Beobachter dieses Stadtrates einen ähnlichen Fall noch nicht erlebt. Dass wir eigentlich hier sozusagen aus der letzten Rille eine mehrfach getroffene Entscheidung des Stadtrates praktisch auf dem kalten Wege revidieren wollen. Und zwar deshalb, weil sich zwei Fraktionen angeblich, weil sie ihren Fraktionszwang dann aufgegeben haben, umentschieden haben. Aus welchen Gründen auch immer, das will ich hier nicht prüfen. Und ich finde, dieser Vorgang selbst sollte doch dann ein wichtiger Grund sein, zumindest zuzulassen, dass die proklamierte Freiheit der Abgeordneten an dieser Stelle wirklich gilt. Und deshalb ist die geheime Abstimmung an dieser Stelle auch ein adäquates Mittel. Deshalb bitte ich Sie, diesen Antrag zuzulassen. Genau, also bei dem Eingangs Beantragten war kein Grund mit genannt. Jetzt ist ein Grund genannt worden. Ob man dem nun teilt oder ob man den nicht teilt, das lassen wir jetzt mal dahingestellt. Wir würden über den Antrag auf geheime Abstimmung dann zunächst abstimmen, also ob das eine Mehrheit also von Ihnen geteilt wird. Dann gibt es eine geheime Abstimmung und wenn eben nicht, dann gibt es eben eine offene Abstimmung. Dann liegt es jetzt in Ihrer Hand. So, dann noch ein. Das ist natürlich zulässig. Herr Scholbach, bitteschön. Wir haben weltbewegende Themen heute. Und insofern diskutieren wir gerne den ganzen Abend über den Tunnel und die Verfahren. Bitteschön, Herr Scholbach. Ich möchte gerne gegen die geheime Abstimmung sprechen. Es gibt keinen gewichtigen Grund, warum hier eine geheime Abstimmung durchzuführen sein sollte. Und ich denke schon, dass die Öffentlichkeit hier einen Anspruch hat, darauf zu erfahren, wie die einzelnen Stadträtinnen und Stadträte votieren. Und deshalb, denke ich, sollten wir die Abstimmung öffentlich vornehmen, nachvollziehbar für alle Bürgerinnen und Bürger. So, da es ein Geschäftsordnungsantrag war, wir den Antrag gehört haben, die Gegenrede gehört haben, kommt jetzt die Abstimmung. Wer für geheime Abstimmung ist, den bitte ich jetzt um das Handzeichen. Nein stimmen. Und Stimmenthaltung. Keine Enthaltung. Es sind 34 Nein-Stimmen und es sind 36 Ja-Stimmen und damit werde angenommen. Mir ging es jetzt nur um prozessuale Charakter, weil wir müssen ja jetzt Stimmzettel vorbereiten. Man ist aber der Meinung, wir schaffen es relativ schnell, weil ich überlegte, ob wir Pause erst machen und danach fortsetzen. Aber wir sehen auch noch Füllwörter. Herr Mattis hat sich zu Wort gemeldet. Also war es zumindest bei meiner Mitzählung etwas anderes herausgekommen ist von hinten.
Ich habe ja einen relativ guten Blick. Nun mag ich mich auch irren, aber es ist ja auch schon vorgekommen, dass man sich vorne verzählt hat. Hatten wir ja schon, deshalb bitte ich um eine Wiederholung der Zählung. Dann machen wir das. Ich bitte Herrn Tostmann, die entsprechenden Stadträtinnen und Stadträte aufzurufen. Und dann füllen wir auch die Zeit, bis das Stimmzettel im Zweifel vorbereitet sind. Und wenn nicht, dann können wir sowieso auf dem Abstimmen. Also, ich bitte um Aufruf der einzelnen Stadträtinnen und Stadträte. Kann die Technik bitte das Mikrofon da hinten einschalten? Das macht sich für den Aufruf besser. Ah ja. So, vielen Dank. So. Frau Ahnert? Zustimmung. Frau Apel? Nein. Herr Avenarius? Nein. Frau Barkow? Nein. Herr Bartels? Nein. Herr Bauer? Frau Bischofberger, Herr Blümel, Herr Böhm, Herr Dr. Böhme-Korn, Herr Dr. Bösel, Herr Dr. Brauns, Frau Kaspari, Herr Cornelius, Herr Dr. Deppe, Herr Donhauser, Herr Drews, Herr Ecke, Herr Eichner, Frau Eichner, Herr Engemeier, nein. Herr Engler, ja. Frau Filius-Jene, ja. Herr Fischer, nein. Herr Flemming, ja. Frau Frohwieser, nein. Frau Dr. Geitsch, nein. Herr Professor Gebel, nein. Herr Genschmer, nein. Herr Gielke, nein. Frau Gottwald, nein. Frau Grundmann, ja. Frau Hatzendorf, ja. Herr Hassler, ja. Herr Heinrich, nein. Frau Hinz, nein. Frau Ihle, ja. Herr Cabot, ja. Herr Kaden, ja. Herr Kiesling, nein. Herr Klein, ja. Herr Krause, ja. Herr Krien, nein. Herr Krüger, ja. Herr Lichti, ja. Herr Löser, ja. Frau Malberg, Herr Mattis, nein. Frau Müller, ja. Herr Musculus, nein. Frau Muth, nein. Herr Naumann, nein. Herr Rentsch, ja. Herr Dr. Reuter, ja. Frau Sägner, nein. Herr Professor Scheuch, nein. Herr Schmählich, ja. Herr Scholbach, nein. Herr Dr. Schulte-Wissermann, nein. Herr Schulze, ja. Frau Siebeneicher, ja. Herr Stahlmann-Fischer, Frau Sturm, nein. Herr Thiele, ja. Herr Urban, nein. Herr Vogel, nein. Frau Anke Wagner, ja. Frau Kerstin Wagner, nein. Frau Walter, ja. Herr Wirz, nein. Herr Zastrow, nein. Und Herr Hilbert. Ja. Das zählen wir. Trotz, dass wir noch keine Zählanlage eingesetzt haben, gibt es diesmal keine Kritik an die Damen fürs Auszählen. Es bestätigt sich eindeutig dasselbe Ergebnis wieder. 36 Ja-Stimmen, 34 Nein-Stimmen bei keiner Enthaltung. Und es bleibt damit bei dem Positivvotum für eine geheime Abstimmung.
Haben wir auch da? Wir haben den Beschluss. Also wir brauchen noch ein klein wenig, weil wir haben jetzt hier einen Stimmzettel, der hat im Prinzip die zweite Abstimmung da. Ich hatte ja vorhin gesagt, wie das Verfahren ist. Das erste ist, es gibt einen Ersetzungsantrag, wo ich auch noch mal fürs Protokoll darauf hinweise, dass der Ersetzungsantrag ich natürlich auch im Nachgang noch mal juristisch prüfe, ob das zulässig ist. In spontanen Entscheidungen habe ich gesagt, ich lasse es zu. Ob der aber haltbar ist, werden wir auch noch mal im Hause danach prüfen. Das will ich auch noch mal zu Protokoll geben. Das wäre die erste Abstimmung. Und die zweite Abstimmung wäre dann, man bekommt das keine Mehrheit, dann zu sagen, wir stimmen über den Vergabevorschlag ab. Wir würden versuchen, das jetzt schon mal ins Prozedere rein, wenn wir in die Abstimmung geheim gehen, das dann auch gleich zu kombinieren mit dem eingangs nicht im Einigungsverfahren beschlossenen Ortsbeirat, dass wir das in einem Volumina durchführen. Das vielleicht mal ganz kurz zum Prozedere. Jetzt ist noch mal Wortmeldung, Herr Mattis. Ja, Herr Oberbürgermeister, ich sehe das hier verfahrenstechnisch jetzt etwas anders. Der Stadtrat hat beschlossen, über die Vergabe in geheimer Abstimmung zu entscheiden. Das ist richtig. Eine Vergabe mag auch ein klassischer Fall sein für eine geheime Abstimmung, weil da ja immer eine begünstigte Firma und so weiter ist soweit richtig. Allerdings mein Ersetzungsantrag hat nun überhaupt keine Substanz für eine, es liefert überhaupt keinen Grund für eine geheime Abstimmung. Im Gegenteil, das ist etwas, was sozusagen der Bürger das Recht drauf hat, zu erfahren, öffentlich, wer da wie abgestimmt hat. Und deshalb müsste über meinen Ersetzungsantrag zunächst offen abgestimmt werden. Und nur wenn er keine Mehrheit findet, dann über die Vergabe nicht, also nicht öffentlich. Also ich habe das vorausgegriffen, weil was passiert jetzt? Die Arme sind schon hoch, kommt derselbe Antrag, dann können wir dasselbe alles nochmal abstimmen. Vermutlich kommt dasselbe Ergebnis raus. Wir können das ein Stückchen verlängern, wenn wir das unbedingt wollen. Ich versuchte schon ein bisschen zu antizipieren, wie die Mehrheitsmeinung hier auch war und wie ich es zu interpretieren habe. Wir können es aber durchprozessieren, kein Problem. Wenn Sie darauf Wert legen, die Wortmeldungen waren hier vorne bereits da, machen wir das. Bitte schön, Herr Dr. Böhme-Kohn. Also es ist, meine Damen und Herren, es ist ja ganz offensichtlich, dass der Ersetzungsantrag von Herrn Mattes in dem unlösbaren Sachzusammenhang steht mit dem eigentlichen Antrag, über den wir entscheiden sollten. Es war der erklärte Wille dieses Stadtrats, dass dies geheim erfolgen solle. Genau. Es ist nur logisch, dass natürlich dieser Antrag da ebenfalls geheim behandelt werden sollte. Und deshalb stelle ich hiermit den Antrag, diesen Antrag geheim zu behandeln. Wird hier dazu noch mal die Gegenrede gewünscht? Ich mache es formal. Ich ziehe das jetzt durch. Ist nicht der Fall. Dann stimmen wir darüber ab, ob wir auch diesen Teil geheim abstimmen. Wer dem zustimmen möchte, bitte ich jetzt ums Handzeichen. Gegenstimmen. Und Stimmenthaltungen.
35 Ja-Stimmen, 30 Nein-Stimmen bei 4 Enthaltungen wäre auch so bestätigt. Damit komme ich jetzt, wenn es nie noch weitere Anträge gibt, zu dem Einstieg in das Abstimmungsverfahren. Und ich würde jetzt beginnen, indem wir zunächst abstimmen über den Ersetzungsantrag von Herrn Mattis. Da wird der Stimmzettel, ich habe ihn noch nie vorliegen, aber der sollte so aussehen, eine einfache Ja-Nein-Entscheidung. Also Ja heißt, ich bin für die Ersetzung. Nein, ich bin nicht für die Ersetzung. Das wäre der eine Stimmzettel. Und dann wird es einen zweiten Stimmzettel geben, der sieht dann die Wahl unter Tagesordnungspunkt, was auch immer, vorne, Umbesetzung im Ortsbeirat Leuben vor. Und da haben Sie auch eine Stimme und können wählen oder eben entsprechend nicht wählen. Das würden wir in einem Komplex jetzt machen. Wir würden aufrufen dazu und ich sage schon mal, wir würden danach direkt in die Pause eintreten. Sollte weitere Wahl notwendig sein, machen wir die dann nach, oder weitere geheime Abstimmung, dann würden wir das dann nach der Pause machen. Da wir es jetzt 19:04 haben, ein paar Minuten für die Abstimmung brauchen, sagen wir 19:15, 19:45, setzen wir dann mit der Stadtratssitzung fort. Und damit rufe ich zum Wahlgang auf, bitte die Ersten jeweils dann die Wahlurnen anzuschauen und Herr Toastmann bitte aufzurufen. So, seid ihr soweit? Ja, die sind nicht schön gesetzt. Handgerissen. So, eins an der Urne. Eine Schneidemaschine. So, Frau Arnert, Stimmzettel gibt es hier vorne. Links. Frau Apel, Herr Avenarius, Frau Barko, Herr Bartels, Herr Bauer. Frau Bischofberger, Herr Blümel, Herr Böhm, Herr Dr. Böhme-Korn. Herr Dr. Bösel, Herr Dr. Brauns, Frau Kaspari. Herr Cornelius, Herr Dr. Deppe, Herr Donhauser. Herr Drews, Herr Ecke, Frau Eichner, Herr Engemeyer, Herr Engler. Wieso gibt's jetzt? Wieso gibt's ein? Was? Nee, wir haben zwei Items gegeben. Nee, es.
Das geht so nicht. Also. Nein, war auch nicht so gesagt. Frau Splett. Hallo. Wo ist die Frau Splett? Wir können nur im Moment ausgeben die zwei Stimmzettel, so wie ich es aufgerufen habe. Nämlich einmal die Abstimmung zum Ortsbeirat und zum Zweiten die erste Abstimmung über den Ersetzungsantrag. Wenn hier drei Stimmzettel ausgereicht werden, dann... Ich würde vereinfacht insofern sagen, der dritte wird nicht gewertet und für die allen weiteren wird er nie ausgegeben. Herr Mattis. Einfacher machen, dass wir jetzt zu einer vernünftigen Abstimmung kommen, wenn der Stimmzettel jetzt schon ausgegeben worden ist. Können wir es nicht umgedreht machen? Darf ich zu Ende reden? Ich würde den, aber erst zu Ende reden lassen, nie mittendrin unterbrechen. Ich würde den Ersetzungsantrag zurücknehmen und sollte die Vergabe keine Mehrheit finden, in dem Fall sozusagen könnte über meinen Antrag abgestimmt werden, ansonsten wäre er obsolet. Nee. Also wir sind jetzt mitten in der Abstimmung. Der dritte Stimmzettel wird nicht gewertet und für alle, die noch nicht an der Wahlurne waren, geben nur ab mit dem Ja-Nein-Ersetzungsantrag Mattis und Ortsbeirat und die Abstimmung zur Zuschlagerteilung würde, wenn Bedarf ist, noch in einer weiteren Abstimmung sein. Das ist die normalen Regularien, so habe ich es auch aufgerufen und anders kann es nie laufen. Ja, wobei der dritte. Ja, aber das könnte schon zu Verwirrung führen und so weiter. Ne? Also ich war trocken, ich habe zu den Mädels gesagt, ihr wisst, was ihr ausgeben müsst. Ja, ich wusste es nicht. Ich war hier oben. Ich würde wirklich. Alles andere ist unsicher. Was machen wir jetzt? Also wir machen jetzt weiter. Ich mache jetzt weiter. So, Hilbert, wir geben jetzt nur noch die beiden aus, ja? Okay, dann machen wir jetzt weiter. Wir geben nur noch die beiden aus. Herr Drews war, glaube ich, schon aufgerufen. Herr Ecke, Frau Eichner, Herr Engemeyer, Herr Engler, Frau Filius-Jene war die nächste. Herr Fischer, Herr Flemming, Frau Frohwieser, Frau Dr. Geitsch. Herr Professor Gebel, Herr Genschmer, Herr Gilke, Frau Gottwald, Frau Grundmann, Frau Harzendorf, Herr Hassler, Herr Heinrich, Frau Hinz. Frau Ihle, Herr Cabot, Herr Kaden, Herr Kiesling, Herr Klein, Herr Krause, Herr Löser, Frau Malberg, Herr Mattis, Frau Müller. Oh, ein Stau. Herr Musculus,
Frau Muth, Herr Naumann. Herr Rentsch, Herr Dr. Reuter, Frau Sägner, Herr Professor Scheuch, Herr Schmelich, Herr Scholbach, Herr Dr. Schulte-Wissermann. Oh. Bevor Sie in die Pause gehen, nutze ich mal die Zwischenzeit. Darf ich die Ältesten noch mal dann zu mir bitten? Es geht darum, wie wir nach der Pause in der Beratungsreihenfolge weitermachen. Hast du? Ach, du hast auch noch einen Stau. Auch bitten. Herr Schulze, Frau Siebeneicher, Herr Stahlmann-Fischer. Frau Sturm, Herr Thiele, Herr Urban. Herr Vogel, Frau Anke Wagner, Frau Kerstin Wagner, Frau Walter, Herr Wirz, Herr Zastrow und Herr Hilbert zur anderen Seite. Kriegt einen Sonderdruck? Sie kriegen einen Sonderdruck, Herr Hilbert.
So. Haben alle von ihrem Stimmrecht Gebrauch gemacht? Es widerspricht niemand, insoweit schließe ich die Abstimmung. Umbesetzung im Ortsbeirat Leuben. Hier sind ausgegeben worden 70 Stimmzettel, 11 waren ungültig, einer hat von seinem Stimmrecht keinen Gebrauch gemacht und auf Herrn Bäuerle entfielen 58 Stimmen und damit ist er gewählt. Jetzt kommen wir zum Punkt 7.1. Auch hier hatten wir eine schriftliche Abstimmung. Und jetzt gehe ich erstmal auf den Punkt ein, Herr Green, den Sie gerade angesprochen haben. Es waren, und so wird es festgehalten, wären 16 ungültige, das nämlich die, die fälschlicherweise drin sind, die danach vernichtet werden, aber um das noch entsprechend mitzuteilen. Dann wurden ausgegeben 70 Stimmzettel. Es war davon einer ungültig gewesen. Einer hat von seinem Stimmrecht keinen Gebrauch gemacht. Und für den Ersetzungsantrag von Herrn Mattis gab es eine Enthaltung, 31 Ja-Stimmen und 36 Nein-Stimmen. Damit wäre er abgelehnt. Das würde für das weitere Verfahren bedeuten, dass wir jetzt abstimmen über den Vergabevorschlag. Das würde auch schriftlich erfolgen. Auch da würden wir jetzt aufrufen. Entsprechende Stimmzettel sind vorbereitet. Wer für die Zuschlagserteilung votiert, beziehungsweise wer dagegen votiert. Und dann bitte ich Herrn Toastmann wieder aufzurufen und so, dass wir nach und nach entsprechend diese Wahl durchführen. In der Zwischenzeit würde ich bitten, ich hatte vor der Pause kurz mit den Ältesten gesprochen, dass in der Abstimmungszeit wir noch mal ganz kurz zusammenkommen können, um das, die weitere Abfolge der Behandlungspunkte zu besprechen, so wie ich es Ihnen vorher schon mal angedeutet habe. Und damit starte ich den Abstimmungsvorgang. So, Frau Arnert, Frau Apel, Herr Avenarius, Frau Barco. Herr Bartels, Herr Bauer. Frau Bischofberger, Herr Blümel, Herr Böhm, Herr Dr. Böhme-Korn. Herr Dr. Bösel, Herr Dr. Brauns, Frau Kaspari, Herr Cornelius, Herr Dr. Deppe, Herr Donhauser, Herr Drews, Herr Ecke, Frau Eichner, Herr Engemeyer, Herr Engler, Frau Filius-Jene, Herr Fischer, Herr Flemming, Frau Frohwieser, Frau Dr. Geitsch, Herr Professor Gebel, Nee, ein Blatt Papier war das.
wollte mir nämlich auch schon was merken. Herr Genschmar, Herr Gilke, Frau Gottwald. Frau Grundmann, Frau Harzendorf. Herr Hassler, Herr Heinrich, Frau Hinz. Frau Ihle, Herr Cabot, Herr Kaden, Herr Kiesling. Herr Klein, Herr Krause, Herr Krien. Herr Krüger, Herr Lichti, Herr Löser, Frau Malberg, Herr Mattis. Frau Müller, Herr Musculus, Frau Muth, Herr Naumann, Herr Rentsch, Herr Dr. Reuter, Frau Sägner, Herr Professor Scheuch, Herr Schmählich, Herr Scholbach, Herr Dr. Schulte-Wissermann. Herr Schulze, Frau Siebeneicher, Herr Stahlmann-Fischer. Frau Sturm, Herr Thiele, Herr Urban. Herr Vogel, Frau Anke Wagner, Frau Kerstin Wagner, Herr Wirz, Herr Zastrow und Herr Hilbert.
So, meine Damen und Herren, haben alle von Ihrem Stimmrecht Gebrauch gemacht? Das scheint der Fall zu sein. Dann schließe ich hiermit den Wahlgang und bitte um Auszählung. Währenddem die kommen wir noch mal ganz kurz in der Rückblende zu unserem heute Hauptpunkt von der Zeitanteilen, dem Punkt 7.1. Da hatten wir eine schriftliche Abstimmung vorgenommen und das Ergebnis lautete wie folgt. Es sind 70 ausgegebene Stimmzettel gewesen, es gab 2 Enthaltungen, 31 Nein-Stimmen und 37 Ja-Stimmen. Insoweit wäre dem positiv so votiert. Frau Muth.